Du, Jackie, bist du mal verprügelt worden? Als ich noch sehr, sehr jung war, ja. Ich wollte nie wieder verprügelt werden, also musste ich mich wehren. Und seitdem habe ich immer gewonnen. Aber eines Tages werde ich verlieren. Und danach werde ich zu jedem sagen, der mich verprügeln will, tu es doch. Warum? Weil derjenige auch irgendwann von jemandem verprügelt wird. Auf der Welt gibt es viele harte Männer und irgendwann bekommen die Ärger. Versucht lieber nicht, ein harter Mann zu sein. Hallo zusammen beim Xotnix. Es ist nicht immer einfach mit den anderen vor der Klasse. Geht es dir manchmal schon so? Mal kommst du mit allen super gut aus und ein anderes Mal wirst du nicht mal zum Geburtstagsfest eingeladen und hast das Gefühl, hey, jetzt bin ich so richtig unbeliebt. Ja, zum Glück geht es fast allen gleich. Auch die Viertklässler vom Gönhardt-Schulhaus Aarau erzählen von Aussenseitern und von Klassenköniginnen. Also ich finde, manchmal ist es ein Thema bei uns, ob man beliebt ist oder unbeliebt. Also ich bin auch beliebt in der Klasse und so, weil ich nett zu den anderen bin und sie nicht auslachen und auch nicht gemein bin und so. Also als ich in der dritten Klasse war, haben sie mich auch gecancelt wegen meiner roten Haare und haben einen Tomatenkopf und einen Rotkäppli gesagt. Und also es bringt einfach nichts für die. Irgendwie. Sie machen sich nur unbeliebt bei mir und man muss einfach nicht drauf hören, weil ich habe ja nichts dafür, dass ich rote Haare habe. So beliebt sein bei den Buben ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich bin eigentlich lieber bei den Mädchen beliebt. Ich bin beliebter bei den Buben, weil die Buben haben ein bisschen mehr Power. Buben spielen eigentlich auch noch mal so ein bisschen andere Sachen wie die Mädchen. Die Mädchen, die letzte Jahr in der dritten Klasse, haben immer so Klebe dabei gehabt, dann steht Deutschland. Das ist nicht so interessant. Darum bin ich eher beliebt bei den Buben. Also ich glaube, mir wird nicht mehr beliebt, wenn man anderen etwas kauft. Weil sonst nützt es einem nur aus. Und dann, ja. Jemand von einer anderen Klasse hat gefunden, er bräuchte jetzt jemanden als Kollegen. Und dann hat er mich zum Beispiel gefragt, willst du bei mir beliebt sein, willst du mein Kollege sein? Und ich hatte dort noch recht wenig Kollegen gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja gut. Und dann haben wir eigentlich abgemacht. Und dann ist er plötzlich am nächsten Tag gekommen und gesagt, du müsstest den da und da machen und so. Und dann Ein einziges Mal habe ich mich darauf eingelassen. Und dann haben das meine Eltern aber mitbekommen. Und ab dann her mache ich das eigentlich nicht mehr. Beliebt ist man sicher, wenn man kein Egoist ist. Und eben, wenn man einer Kolleginnen oder Kollegen im Mittelpunkt sieht und dann halt selber mal ein bisschen zurücksteht.